Herzlich willkommen auf Cleopatra Orakel, liebe Waage. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und wir starten mit der Mai-Vorhersage in der Liebe für dich. Ich weiß, es ist ein bisschen spät, aber ich habe es vorher nicht gepackt, lieber früher oder später. Jetzt musst du schauen, ob du damit resonierst, ob die Sachen schon geschehen sind oder nicht. Ich glaube nämlich nicht, weil das vieles hier mit den Portaltagen gerade zusammenhängt. Und dann kannst du aber vielleicht sogar besser resonieren, weil du schon weißt, was der Mai so für Energien mit sich bringt, ja? Wir haben eine wunderschöne aufblühende Energie des Mais und ich bin sehr, sehr gespannt, was sich für dich jetzt gesondert als Energie zeigt, ja? Ich werde mich jetzt mit deiner Energie im Kollektiv verbinden und bin gleich wieder für dich da. Dann legen wir noch die Karten. Liebe Waage, das war ein bisschen strange. Ich habe das Gefühl, dass du dich im Mai tierisch langweilen wirst. Ja, so eine Langeweile hat sich eingespielt. Irgendwie, du wusstest nicht so ganz, was du mit dir anfangen sollst. Aber ich muss sagen, bei Kindern jetzt, zum Beispiel Kleinkindern, ne, ist Langeweile der wichtigste Entwicklungsfaktor. Ne? Das ist ja das Schlimme, wenn Eltern es nicht zulassen, dass Kinder sich langweilen. Weil wenn Kinder sich langweilen, dann werden sie kreativ. Und du warst am Ende auch kreativ. Du hast ein bisschen, du hast wie so ein Nachverhalten, wie so ein Zirkusboy. Ich weiß es nicht, du hast Quatsch gemacht. Machen Wagen Quatsch? Ich kenne einige Wagen und die machen keinen Quatsch. Und die langweilen sich auch nicht wirklich. Haben so eine innere Anspannung. Okay, was ist denn deine Herausforderung im Monat Mai? Tja, drei Karten sind mir runtergefallen, meine Lieben. Jetzt muss ich gucken, welche. Okay. Ich weiß nicht, was auf dem Kopf war, was nicht auf dem Kopf war. Ich werde sie jetzt nochmal reinmischen und nochmal ziehen, weil das war mir jetzt zu kompliziert. Ich weiß gar nicht, wie ich sie aufgesammelt habe. Was ist denn deine Herausforderung im Monat Mai? Langweile. Das ist auch die Karte der Waage. Das ist die Balance, die ja, die Gerechtigkeitskarte irgendwo auch in sich trägt. Aber Balance ist für mich immer eine Waage. Und da bist du und guckst du vor sich hin. Ja, guckst du vor sich hin. Und während es dir langweilig ist hier, weil hier ist nichts zu tun. Ja, und hier hängst du an irgendwas und aus Langweile ziehst du diese Maske vom Gesicht ab. Ja. Hier schaust du plötzlich auch in die Tiefe. Schau mal, das ist genau die gleiche Haltung. Du wirst Erkenntnisse haben. Möglicherweise Erkenntnisse, dass du nicht frei bist, dass du noch an irgendwas hängst, was dich an deinem Vorankommen hindert. Okay, welche Energie unterstützt dich im Mai? Macht der Fantasie. Ja, das ist alles so ein bisschen so vor sich hin träumen, ja? Weil sowas habe ich eben wahrgenommen. Du, ja, was man so in Langeweile macht. Aber genau das brauchst du, ja? Raus aus der Anstrengung, aus der ewigen Arbeit, ja? Wann kommen wir denn auf die besten Ideen? Wenn wir entspannt sind, wenn wir uns langweilen, wenn wir kreativ werden dürfen, ja? Wenn wir nur ackern, arbeiten, angespannt sind und so, dann wird es nie was, ne? Ja, und bis dato bist du vor diesen Themen abgehauen. Irgendwie hast du dich gedrückt. Und jetzt plötzlich in diese Freiheit des Daseins und nichts und alles tun dürfen, wirst du Erkenntnisse erlangen, die dich eindeutig weiterbringen.
die dich in deine wahre innere Stabilität bringen. Denn aktuell versuchst du es mit Macht aufrechtzuerhalten, ja, nicht aus Flie also es fließt nicht, ja, es ist kein natürliches Gleichgewicht, das du hältst, sondern du versuchst es mit aller Macht aufrechtzuerhalten. Das ist deine Energie. Du wirst zum Herrscher, wenn du das innere Gleichgewicht bekommst. Und dafür muss es dir aber erst mal klar sein, was dir fehlt. Jetzt habe ich gar nicht. Doch, der Herrscher lag ja genau. Der Herrscher ist frei. Der Herrscher lässt sich nicht anketten. Ja, und das ist der Narr, von dem ich gesprochen habe. Ja? Freiheit, Quatschmacher, Spaß haben, Dummheiten veranstalten. Das ist die Challenge für dich, zu diesem Ufer zu finden. Das ist ja interessant, okay? Okay, fünf Karten bitte für die Waage im Mai. Also das ist der Weg zu deinem Sieg, ja? Das ist der wunderbare Weg zu dir selbst. Der Hierophant sagt dir, bereitet dir einen Weg für den Mai vor, wie du in das Leben genießen zurückfindest. Ja? Die Wagen haben eine Spezifikation an sich, wo sie häufig vieles, was ihnen aus ihrem Gleichgewicht herausbringt, als sehr anstrengend und ungewollt empfinden. Ja? Das heißt, Veränderungen werden nicht gefeiert. Ja, zum Beispiel, weil sie Veränderung bringen. Und das heißt, das Gleichgewicht muss neu gefunden werden. Und das ist etwas, womit sich Wagen häufig selbst im Weg stehen. Und hier geht es darum, dass du die Freude am Leben wiederfindest, wenn du weißt, was dir fehlt. Okay. Hier ist ein dunkles Loch mit Ketten und hier genauso. Das heißt, du bist an etwas gebunden, was dich total fertig macht. Weil du mit diesem Klotz am Bein, ja, was dich total niederzieht, ja, du dich aber dem nicht stellst. Du wahnsinnig viel Kraft aufwenden musst, um dein Gleichgewicht. Also das heißt, wenn es dich in eine Richtung zieht, dann musst du wieder ein Gegengewicht stellen, um wieder in dein Gleichgewicht zu finden. Und das sollte beendet werden im Mai. Nochmal König der Kelche. Das ist deine Aufgabe für Mai, dein inneres Gleichgewicht zu finden. Ja, der kommen möchte und den hast du schon ein paar Mal in deinem Leben gespürt. Ja, und den solltest du wiederfinden. Der wird dir wieder irgendwie in Träumen oder in vor deinem dritten Auge, wie auch immer, wieder vor die Augen gezogen. Ja, damit du dich transformieren kannst, damit du auch das Leben feiern kannst, damit du nicht das Leben als schwer betrachtest. Ja. So, das Problem ist, dass du dich eben diesem Thema noch nie wirklich stellen wolltest und hast immer Abstand davon genommen und das wirst du auch dieses Mal versuchen, das zu umgehen. Ja, ich glaube aber nicht, dass es dir möglich sein wird. Ich habe zweimal sechste Schwerter hier. Das heißt, man möchte dich nach vorne schubsen. Man möchte, dass du des besiegst, dass du über dich hinauswächst, dass du diesen Teufel in sich eben ja, wer siegst, mehr gibt es da eigentlich nicht zu sagen. Ja, okay, was auch immer das jetzt für die Liebe bedeutet. Ja, meine Lieben, mit diesen Karten werde ich mir dann gleich dein Gegenüber anschauen und gucken, wo der steht im Mai. Ja, während du hier so eine Transformation machst, ja, der ist auch total
entweder gebunden noch oder blockiert. Ja, irgendwie geht hier nichts. Also das heißt, das ist eine Lose-Lose-Situation gerade. Und die wahrscheinlich auch für dich das Ganze so anstrengend macht, weil dein Gegenüber auch nicht frei ist. Ja. So, mit diesen Karten werde ich mir dann gleich eure Partnerschaft anschauen. Ich hoffe, dass sich ein bisschen auflöst von diesen Blockaden. Ach, jetzt habe ich vergessen, sie mir vorzubereiten. Jetzt warte mal. So, mit den, jetzt hat sich die Kamera verändert. Momentchen, das haben wir gleich. Genau, mit den Chuck-Spezano-Karten werde ich mir dann dein Gegenüber nochmal anschauen. Ja? Welche drei Karten machen ihn gerade nochmal aus? Was sind die Blockaden? Oder vielleicht, was hat er schon geschafft zu lösen? Oder ja, welchen Themen widmet er sich gerade? Weil das wäre so wichtig, ne? Damit du weißt auch, was du zu erwarten hast von deinem Gegenüber. Und mit diesen Karten, Zeitkarten, werde ich, falls es hier ein Aufeinandertreffen gibt, was ich von deiner Seite erstmal nicht sehe, weil du mit dir selbst beschäftigt bist, werde ich nochmal eine Karte ziehen, falls es zu irgendeinem Treffen oder Rat des Schicksals liegen wird. Ziehen, okay? Falls du an diese Verlängerung interessiert bist, freue ich mich, wenn wir uns gleich bei Vimeo sehen. Den Link zu der Verlängerung findest du in der Beschreibung des Videos sowie im ersten Kommentar. Und falls nicht, wünsche ich dir viel Erfolg bei deiner Transformation. Sie ist mega. Ich weiß, wie anstrengend das für die Wagen ist, dieses innere Gleichgewicht zu finden. Und damit es einfach schwingt und nicht von dir mit viel Kraft aufrechterhalten werden muss. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Tschüss.